Wir leben in einer Gesellschaft, die komplett traumatisiert ist. Und ein Trauma ist nicht, wenn etwas ganz, ganz Schlimmes im Leben passiert sein muss, also ein Autounfall oder ein Mord oder ein Tod. Ein Trauma kann schon geschehen, wenn deine Mutter dich als Baby schreien lässt, weil da auch schon ein Glaubenssatz integriert werden kann, ich bin wertlos. Und wenn du sehen willst, ob du traumatisiert bist, dann gibt es Anzeichen, die du jetzt bei dir checken kannst, ob du traumatisiert bist oder nicht. Und ein Zeichen, dass du traumatisiert bist, ist, wenn du ständig hektisch bist. Ja, das ist ein großes Zeichen für mich, ständig hektisch zu sein, ständig durch die Gegend zu rennen. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich flüchte, ja, dass ich in meinem System gespeichert habe, dass ich auf der Flucht sein muss, ständig. Also in diesem Entspannungsmodus fällt mir sehr schwer reinzukommen und ich übe das. Also ich bin gerade selber dabei. Ich bin noch nicht da angekommen, zu 100% zu sagen, ich bin jetzt da voll angekommen und habe mich da zu 100% geheilt. Ich bin dabei. Es ist immer alles ein Prozess. Viele denken ja, wenn ich an meinem Trauma arbeite, wenn ich an meinem Thema arbeite und ich weiß, wie es geht, dann ist es komplett weg. Aber ein Trauma hinterlässt ganz tiefe Spuren und es braucht seine Zeit. Man braucht wirklich Geduld, um neue Wege zu entdecken in sich und neue Wege entstehen zu lassen. Die alten Wege verkrümmen dann, ja, diese alten neuronalen Wege mit unserem Trauma. Das wird dann irgendwann immer kleiner und die neuen Wege werden immer größer. Mein Thema ist, wie gesagt, auch dieses ständig hektisch sein im Alltag, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, das ist einfach Trauma Response. Das ist eine Antwort auf ein Trauma, das ich dann schon als Kind für mich entwickelt habe, das sehr viele in unserer Gesellschaft haben, weil wir als Kinder oft nicht träumen durften oder nichts tun. Wir mussten ja immer etwas, nicht wie alle, wenn ich sage es wir, viele. Gerade so die ältere Generation, wenn sich die Kinder hingesetzt haben, nichts getan haben, wurde geschimpft. Ja, entweder mach Hausaufgaben oder geh das Geschirr spülen oder geh mit mir Holz hacken. Also wir haben dann gelernt, wir sind wertlos, wenn wir nichts tun. Deswegen muss ich ständig in Bewegung sein und ständig etwas tun. Ja, und daran kann man arbeiten, indem man zum Beispiel mal Ersatzzeit, also Zeit für sich nimmt. Weil sonst sind wir nur im Überlebensmodus und das macht auf Dauer krank. Ein weiteres Zeichen kann sein, dass du ständig müde bist, wenn du merkst, ich bin im Alltag ständig übermüdet. Auch hier sorgt unser System dafür, wenn wir ständig übermüdet sind, ist das eine Reaktion auf ein Trauma, dass wir in diesem Leben nicht wirklich aktiv sind. Ein weiteres Zeichen ist, dass du ständig gestresst bist, aber über, das passt zu dem Thema ständig hektisch, ja? Wenn du das Gefühl hast, ich bin ständig gestresst, oder dass das Gefühl, es fühlt sich alles gerade ganz dringend an. Ich muss das alles gerade jetzt sofort erledigen. Das haben ganz, ganz viele. Ja, ich gehöre auch dazu. Wir haben ganz viele. Da bin ich eigentlich schon ziemlich raus. Was in mir noch drin ist, ist halt dieses hektische Sein, dass ich daran noch arbeiten darf. Aber dieses, es ist alles dringend. Oder ein anderer Trauma-Response, also eine Antwort auf ein Trauma, dass wir da immer noch im Trauma sind, ist, dass sich kein Tag gut anfühlt. Kein Tag fühlt sich gut an. Auch das ist Trauma, das in uns ist, woran wir arbeiten können. Dieser Überlebensmodus macht krank auf Dauer und du kannst schauen, wie kannst du dafür dich Zeit nehmen, um abzuschalten. Ich war jetzt der Typ Frau, hätte ich dieses Video vor ein paar Jahren gesehen, würde ich sagen, hey, wie soll ich denn abschalten? Ich habe drei kleine Kinder, ich habe Haushalt, ich habe Arbeit, kann ich nicht. Wir können dafür sorgen. Wir können dafür sorgen, dass wir abschalten. Nimm dir ein schönes warmes Bad. Ey, ich bin der Typ, der niemals baden geht. Ich war die letzten Monate, glaube ich, 100 Mal baden. Ich habe mich dazu gezwungen. Ich habe mich dazu gezwungen, weil mein Kopf mir sagt, nein, du hast noch zu tun. Ich habe immer was zu tun. Ich glaube, du hast auch immer was zu tun. Wir alle haben immer irgendwas zu tun. Immer haben wir irgendwas zu tun. Können wir das mal zur Seite lassen und im Jetzt sein? Und mal für eine halbe Stunde ins Bad legen. Wenn du ganz kleine Kinder hast, geht's nicht. Aber dann kannst du was anderes machen. Du kannst auf dem Spielplatz gehen, das Kind in den Sandkasten setzen und mit dem Kind spielen und im Moment sein, mit dem Sand spielen. Dann kommen schon die Gedanken hoch, danach muss ich noch putzen, danach muss ich noch kochen. Oder jemand anders wird dann an seine Ausbildung denken, muss noch lernen, der andere muss noch an die Arbeit. Können wir uns für einen Moment von diesem stressigen Modus abschalten? Es geht oft in der Meditation. Vielen fällt es schwer in der Meditation, weil die so, es brodelt in ihnen so sehr mit Emotionen, mit unerledigten Dingen, dass sie gar nicht meditieren können, was auch völlig verständlich ist. Da gibt es aktive Meditation, könnt ihr mal recherchieren hier auf YouTube, wo du schreien kannst, laut sein kannst, den Körper schütteln kannst, dann kann man ein bisschen Energie ablassen und danach könnte man meditieren. Ansonsten, wo in deinem Alltag kannst du dafür sorgen, dass du ein bisschen abschalten kannst? Sei es auch nur 60 Sekunden. Nur 60 Sekunden hinsetzen, tief ein- und ausatmen, um rauszukommen. Kalte Duschen können helfen. Ich hasse kalte Duschen, ich mache es auch nicht regelmäßig. Aber manchmal hilft mir das komplett abzuschalten, weil ich auf einmal im Hier und Jetzt bin. Sofort bin ich da.
Raus aus dem Ego, raus aus meinen Gedanken, raus aus irgendwelchen Dingen, die ich noch zu erledigen habe, weil es weh tut. Und dann bin ich da. Also finde für dich einen Weg, wo du sagen kannst, so kann ich abschalten. Entspannte Musik hören, einen entspannten Film anschauen und hinlegen. Und wenn du, ich bin auch der Typ, ne, wenn ich mir jetzt einen Film anschaue auf Netflix, also man findet mich selten auf der Couch Netflix gucken, muss ich auch dazu sagen. Dafür liebe ich es lieber, Bücher zu lesen. Aber wenn du das machst und du merkst Gedanken in dir, die sagen, du faule Sau, das und das liegt noch rum, du könntest mal mehr an deinem Erfolg arbeiten, mehr an deiner Figur arbeiten, mehr an das, das, das. Beobachte das mal, wie das dann hier rattert, wie du dich selber niedermachst. Und das ist wieder Überlebensmodus. Sich schlecht fühlen und Schuldgefühle haben. Ich hoffe, ich kann dir mit diesem Video ein Stück weit helfen, zu erkennen, wo bei dir das Trauma liegt und wie du daran arbeiten kannst. Wenn du dazu Fragen hast, stell es mir gerne unten in den Kommentaren. Ansonsten können wir gerne zusammenarbeiten. Dazu ist unten meine Webseite verlinkt. Trag dich kostenlos ein. Wir können miteinander reden und schauen, wie und ob ich dir helfen kann. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.